Unschlagbare Angebote, die haben wir immer wieder bei Pearl TV, auch heute wieder, meine Damen und Herren. Das geht ja von Produkt zu Produkt. Und wir haben jetzt wieder etwas technisch Affines, aber auch etwas für diejenigen, die sagen, oh, Tablets und Notebooks und Netbooks und was es nicht alles gibt, aber eben unschlagbare Preise. Und meine Damen und Herren, wir haben zwei Geräte. Sie sollten sich also genau überlegen, welches Sie kaufen davon. Aber der Kai wird uns das alles ganz genau erklären, was die Geräte können. So, Kai, jetzt leg los. Walter, ja, also, liebe Zuschauer, erstes Gerät, was ich hier habe, ist unser kleines Meteorit Android Notebook. Und also so, ja, dieser Notebook ist ja eigentlich schon fast übertrieben. Es ist ja eigentlich ein richtig kleines, ja, wie sagt man das, so ein EPC. Ich finde es deswegen genial, weil es ja auch die Entwicklung zu sehen in den letzten Jahren bei den Computern. Ja. Ich möchte ja heute einfach, das Wichtigste, was du heute mit dem PC machst, ist ja eigentlich Termine, E-Mails, Daten, Informationen, Austausch, diese ganzen Dinge. Und da brauche ich ja normalerweise eigentlich nur die wichtigsten Dinge, wie zum Beispiel einen Webbrowser, all diese Sachen, damit ich eben ins Internet gehen kann. Ich brauche eine Tastatur. Ich brauche zum Beispiel normalerweise, wenn ich diese ganze Informationsthematik habe, eigentlich keinen DVD-Brenner mit drin. Ich brauche keine große Festplatte, sondern es ist wirklich einfach nur ein Medium, dass ich sagen kann, ich kann überall, wo ich bin, Nachrichten austauschen, E-Mails abrufen und. Mhm. Und natürlich sind wir heute auch im Alter der Apps, also der Applikationen. Ja. Und habe da eben Unmengen Möglichkeiten, auch auf diesen kleinen Geräten heute wirklich was draufzupacken. Und nicht größer als ein Taschenbuch. Schauen Sie sich das mal an. Ich lege einfach mal meine Hand dazu. Nicht größer. Es kann man also wunderbar einstecken und überall hin mitnehmen. Ja, dann kommen wir mal zum Inhalt. Was kann er denn alles? Also ich möchte vor allem jetzt erstmal sagen, es ist das einzige Netbook, und zwar ist es ein vollwertiges Android 2.2 Netbook für unter 100 Euro. Wir müssen es jetzt einfach mal ganz klar sagen, weil das ist ein Preis, der ist so Wahnsinn. Ein normales Netbook heutzutage kostet ab 150, 200, 250, 300 Euro aufwärts. Und also in der Größe absolut unschlagbar sowieso, weil ich es überall ganz einfach mit hinnehmen kann. Mhm. Aber vom Preis her eine absolute Sensation. Das muss ich wirklich jetzt auch mal sagen. Da sollten Sie auch zu Hause direkt mal nachgucken und vergleichen. Und dann werden Sie sehen, Sie kommen auf uns zurück, meine Damen und Herren. Und was es alles kann, wie gesagt, das sagt er uns jetzt. Also wir haben als allererstes mal hier ein schönes, übersichtliches 7 Zoll LCD-Display mit dabei. Das heißt, trotz der kleinen Größe, in Anführungsstrichen, habe ich eben wirklich schöne Übersicht mit drauf. Dann habe ich eine optimale Auflösung von 800x480 Pixel. Das heißt, ich habe also wirklich schöne, scharfe Bilder mit dabei. Und deutsche Tastatur im Kuverts. Format. Das heißt also, ich kann wirklich ganz normal schreiben, habe keine englische Tastatur. Wie auf der Schreibmaschine. Q, W, E, R, T, Z, so die klassischen Tastaturen, die nebeneinander sind. Viele Funktionstasten und ein Touchpad mit zwei Maustasten mit dabei. Das heißt, ich habe eigentlich eine vollwertige PC-Ausstattung so gesehen. Mhm. Ja. Also die Maustasten sind wo? Die Maustasten sind diese beiden hier. Okay, einfach mal anheben. Hoch. So. Wir haben jetzt endlich, jetzt sieht man schön, hier haben wir die beiden. Einmal hier die Maustaste, jetzt kommt mit dem anderen Finger, da ist er, hallo. So. Andere Maustaste und hier ist eben richtig unser Touchpad. Das ist so wie auf jedem normalen handelsüblichen Laptop auch, dass ich meine Maus eben ordentlich über den Bildschirm führen kann. Super. Und wir haben hier einen richtig schnellen 1 GHz Prozessor mit drin, was auch schon von der Rechenleistung eine ganze Menge für die Größe ist. Ist ein Hammer eigentlich, ne? Ja, ist es. Nicht eigentlich, sondern es ist ein Hammer. Arbeitsspeicher 256 MB. Das ist völlig ausreichend für alle Anwendungen, die ich heute auf so einem kleinen Ding mache. Reicht absolut, um richtig flüssig ins Internet zu gehen, zu browsen, zu surfen, wie man heute sagt, Applikationen wie Facebook, die sozialen Netzwerke, Twitter und, alle, das ich heute bedienen kann. Und das natürlich auf kleinstem Raum, aber wir sind ja noch nicht fertig. Nee, das ist übrigens auch etwas sehr Gutes für Studenten und für Schüler, aber auch für die Dame in der Handtasche. Absolut, weil super leicht, super klein und hat trotzdem alles dabei, was ich will. USB 2.0 Uplink-Port für den schnellen Anschluss an einen PC, das heißt also ganz normal mit einem 2.0er USB-Kontakt. Wir haben integrierte Stereo-Lautsprecher mit dabei, bei der Größe auch. Alle Achtung, muss man sagen. Wir haben sehr schnelles WLAN. Integriert zusätzlich haben wir noch einen LAN-Anschluss mit dabei. Das heißt, sollte ich jetzt keinen WLAN Philipp haben. Philipp Lahn, genau. Ja. Der hat ja vor kurzem erst sehr guten Tor geschossen, der Philipp Lahn. Und hängt aber jetzt ein bisschen am Kabel, aber das ist egal. Ja. Also wirklich tolle Ausstattung. Und wir haben vor allem, was ganz wichtig ist, wir haben das Original Google App-Pack mit drauf. Das heißt, wir haben den Webbrowser, die Mail-Thematik, alles schon komplett vorinstalliert mit drauf. Das heißt, eigentlich kann ich anmachen und loslegen. Mhm. Und dann wollen wir uns mal die Anschlüsse angucken. Ja, das machen wir ringsrum. Gerne. Wir haben als allererstes mal auf der Unterseite zu sehen, haben wir einen Kopfhöreranschluss und wir haben auch einen sogenannten AUX-Anschluss.
Ausgang. Das heißt, ich kann letztendlich von hier aus auch Musik, die ich zum Beispiel drauf habe, aber das ist heute ganz normal, dass ich eben auch Musik auf dem Netbook habe, kann ich das dementsprechend zum Beispiel an eine HiFi-Anlage anschließen oder. Weil ja, heute ist wesentlich einfacher geworden, ist Musik zu speichern aufgrund dieser Datenkomprimierung, die ich heute habe. Und dann habe ich eben hier noch, und das ist auch klasse, noch einen SD-Karten-Slot mit dabei. Ah, Slotty. Ja, Slotty, genau. Und der Vorteil ist, dass wir hier bis zu 32 GB mit reinpacken können. Das heißt, wir haben also richtig Speichermenge. Das heißt, ob Sie jetzt ein kleines WhatsApp-Video ziehen oder sonst irgendwas in der Richtung, YouTube, alles, was möglich ist. Also das passt alles wunderbar auf die Speicherkarte drauf. Karten kriegen Sie ja bei uns, das wissen Sie. Ja, sagen Sie einfach im Callcenter Bescheid und nehmen sich Ihre Karte, die Sie brauchen. Ja. Dann haben wir auf der anderen Seite, gibt es auch sehr selten, haben wir tatsächlich noch zwei USB-Anschlüsse mit dabei. Das würde bedeuten, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine handelsübliche Maus anschließen wollen oder eben jetzt auch einen Drucker etc., haben Sie also sozusagen genügend Ports, das heißt also zwei USB-Eingänge, um damit wirklich flexibel arbeiten zu können. Und insofern ist die Ausstattung schon wirklich toll. Und vor allem, der Wahnsinn ist der Preis. Ja, Walter. Haben wir jetzt, klar, natürlich, unter 100 Euro ist ein Hammer. Haben wir hier schon drüber gesprochen? Ja, jetzt kommen wir noch weiter. Also, hier hinten haben wir jetzt nochmal einen dritten USB als Ladefunktion mit dabei. Aha. Und hier haben wir jetzt unseren sogenannten LAN-Stecker. Also das ist der, mit dem ich mich sozusagen, wenn ich jetzt kein WLAN zu Hause habe, einfach das Kabel nehmen und dann ins Internet gehen kann. Und natürlich, was wir haben, weil es ist ja ein Netzteil mit dabei, natürlich noch unseren Anschluss, um den Akku, also nachher wieder aufzuladen oder eben auch stationär zu arbeiten. Wenn Sie einfach sagen, ich bin 3, 4, 5 Stunden am Machen, dann habe ich ihn ganz normal mit dem Netzteil angeschlossen. Ja, manchmal fragt man sich wirklich, wie diese Preise zustande kommen können. Ist wirklich wahr. Also aber es liegt natürlich in erster Linie daran, dass wir keine Zwischenhändler haben, meine Damen und Herren, sondern wir sind eben ein Großversandhaus, wenn Sie so wollen. Und das ins Fernsehen transportiert, bedeutet für Sie natürlich nur Vorteile, vor allen Dingen, was den Preis angeht. Aber Sie sehen ja, die Qualität ist alles drin. Er kann alles wie ein großer und ist nicht größer als ein Buch. Das ist absolut genial. Ist nicht größer. Und das Tolle ist, und das freut mich ja immer, weil du weißt ja, wenn ich was, ein bisschen was zum Vorzeigen habe. Ne? Also wir haben auch aufgrund dieses kleinen Netbooks hier, haben wir natürlich auch einige Zuschauerreaktionen bekommen. Und SS aus Edigen-Neckarshausen schreibt uns, sehr gutes Android-Netbook für kleines Geld, kleinhandlich und mit Tastatur ist es für unterwegs bestens ausgerüstet. Super. So, aber jetzt, und da freue ich mich immer drauf, kann ich ja noch einen richtigen Knaller nachlegen. Und zwar ist unser kleines Netbook ja auch getestet worden. Ah ja. Jawohl. Und zwar ist unser kleines Netbook getestet worden bei Computer, bei Experto.de und bei Tablet-PC. Und liebe Zuschauer, jetzt hören Sie genau zu. Computer hat klipp und klar gesagt, Kaufempfehlung. Testergebnis gut. Bei Experto.de hieß es, Fazit, das NB7, so heißt unser kleiner schwarzer Kerl hier, mit Android 2.2 bietet Ihnen enorm viel Funktionalität für unter 100 Euro und steht damit derzeit, jetzt pass auf, konkurrenzlos da. Welche Zeitung war das? Das war jetzt von der Experto.de, die natürlich auch also eine ganze Menge sich wirklich in dem Bereich auskennen. Ja. Und Tablet-PC zum Beispiel, das ist nun eine der Haupt... kennen wir. Kennt jeder. Sagt ganz klipp und klar, Fazit, für den Preis ein absolutes Schnäppchen. Ja, und das ist so. Bei uns kriegen Sie halt Schnäppchen. Das ist unglaublich. Denn, meine Damen und Herren, das ist praktisch ein Discounterpreis, den Sie hier bekommen für unser kleines Netbook. Und nicht nur das, die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Das muss man einfach sagen nochmal an dieser Stelle. Und das kann man auch prima verschenken, ob man das jetzt dem Kind für die Schule gibt oder ob sich ein Student sowas anschafft. Ne? Da kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Punkt, liebe Zuschauer. Das ist die Möglichkeit, Ihren Kindern die Welt des Internets, weil die Kids werden ja heute immer moderner, aber immer schneller, zack, 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 ja. dass sie auch mal wirklich sagen können, das ist echt für das Ding kein Geld. Das ist definitiv. Also unter 100 Euro, das ist ein Wahnsinn. Das ist traumhaft verarbeitet, die Tastatur funktioniert super. Ich nutze es ja auch. Wir haben ja immer die Zeit, wirklich davor, uns mit den Produkten zu befassen. Ja. Und ich finde es für das Geld unglaublich. Und hier finde ich es einfach so toll, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, das ist ein super Geburtstagsgeschenk für die Kids. Das ist einfach super, wie Walter gerade sagte, für die Studenten und. Weil es kann effektiv am Schluss, natürlich soll man es hegen und pflegen, aber auch nicht wirklich so viel kaputt gehen. Aber die Leistungsfähigkeit mit der Ausstattung für den Preis ist genial. Ja. Und das ist eben das Tolle, dass ich jetzt wirklich mal den Kindern, ich habe es ja vorhin gesagt, normales Netbook 250, 300, 350 Euro, dann steht der Sohnemann oder die Tochter da und sagt, Mama, ich hätte gern. Ja. Jetzt ist es machbar und zwar ganz easy. Akku ist auch sehr leistungsstark. Jawohl, das ist ein 3,7 Volt Akku mit 3500 mAh. Das heißt, ich habe mit dem Akku, wenn er voll geladen ist, bis zu 5 Stunden Laufzeit. 5 Stunden? 5 Stunden Hammer. Laufzeit. Ja. Ist eine Menge. Ja.
meine Damen und Herren, aber wenn Sie glauben, das war's schon, das ist noch lange nicht, denn wir schalten jetzt mal um. Den gib mal den Kleinen her, den tue ich wieder in den Kühlschrank so lange. Ja, okay. Genau, damit du schön frisch bist. Du müsstest jetzt mal gerade die Leute kurz unterhalten. Ich gut, liebe Zuschauer, und so, ich finde das ja toll, wenn Walter mir mal hier die anderen Produkte holt. Und es ist natürlich so, wenn Sie jetzt ein bisschen übersichtlicher diese ganze Thematik haben wollen, dann haben wir das natürlich auch in 10,1 Zoll. Und da sieht das richtig schick aus. Und auch da kann ich Ihnen sagen, wenn Sie mal auf den Preis gucken, nicht wundern, der stimmt auch. Das ist Tatsache. Das ist wirklich einfach wir von Pearl. Walter hat es auch gerade in der Hand gehabt. Es ist einfach auch wieder super schlank, sieht klasse aus. Und ich habe jetzt hier einen ganz hochwertigen LED-Bildschirm. Das ist ganz wichtig. Das heißt also kein LCD, sondern ein LED-Bildschirm, der an sich von sich aus schon wesentlich weniger Leistung verbraucht. Und ich habe hier eine Widescreen-Auflösung. Das bedeutet, ich habe 1024 mal 600 Bilder. Das bedeutet eigentlich nichts anderes als HD. So, ganz normales Format wäre SVGA, wenn man so schön sagt. Wir haben hier wirklich eine packende HD-Video-Wiedergabe. Das ist also wirklich toll, weil ich habe einen HDMI-Ausgang. Das heißt, alles, was ich mir an Filmchen gezogen habe, kann ich bei dem zum Beispiel auch mit dem Flachbildschirm zu Hause kombinieren. Das heißt, habe sozusagen hier mein Abspielgerät immer mit dabei. Und das ist einfach klasse. So, damit Sie den Größenvergleich mal haben, habe ich unseren Kleinen nochmal dagegen gehalten. Schauen Sie mal, so sieht das aus. Ne? Oder wenn Sie wollen, so sieht das aus, wie Sie es gerne hätten. Ja? Also ich würde mich, Sie müssen es ja selber wissen, welches Sie kaufen. Sie können aber auch beide nehmen, meine Damen und Herren, denn preislich sind die beide unschlagbar. Da muss ich das mal überlegen. Letztendlich hat der Kunde bei uns die Möglichkeit, zwei Netbooks zum Preis von noch nicht mal einem aus dem Mitbewerb zu bekommen. So ist das. Das ist grandios. Ja. Und natürlich haben wir bei den 10 Zoll noch ein bisschen mehr Ausstattung mit drin, das ist ja klar. Also wir haben zum Beispiel hier das absolut betriebssichere Android 2.2-System mit drauf. Das heißt, Android ist ja heute sozusagen der Mitbewerb, es gibt ja noch die Kleinen mit dem Apfel noch, und Android ist halt einfach heute extrem einfach zu installieren, unanfällig gegen irgendwelche Störungen und eben auch durch die Applikationen, die ich heute kriege, kann ich mir 1000 Programme hier auch wirklich, also ich glaube, 1000 ist ja viel zu wenig. Ich habe in einem Android App Store, glaube ich, über 1 Million Apps, die ich allein nur im Bereich der Datenverarbeitung mir unterziehen kann. Also der Bereich ist so riesengroß geworden. Toll ist einfach, dass ich mein ganzes Büro hier mit dabei habe und wenn ich wirklich was machen will, schicke ich es durch die Gegend. Wir haben ultra flach ist er auch noch, ne? Kann man hier mal noch mal zeigen. Das ist also wirklich, es ist klein, stark, schwarz. Ja, so könnte man es wirklich sagen. Und wir haben hier auch einen sehr schnellen 1 GHz Prozessor mit drin, was ganz wichtig ist. Wir haben auch einen sehr schnellen Arbeitsspeicher, und zwar haben wir 512 MB DDRAM drin. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich mal größere Grafiken machen sollte oder irgendwas bearbeiten will, was also flüssig laufen soll auf dem Bildschirm, reicht mir der Arbeitsspeicher hier absolut völlig. Wir haben eine schnelle WLAN-Verbindung mit dabei. Wir haben auch hier wieder klangfreudige Stereo-Lautsprecher mit drin, was natürlich auch schön ist, wenn ich sozusagen die kleine Musik mal zwischendrin höre. Alles drin! Dann haben wir, und jetzt ist es ganz wichtig, wir haben hier auch eine Webcam mit drin. Das bedeutet also, für diese Anwendungen, wie wenn ich jetzt bei Facebook oder bei Twitter oder wie sie alle heißen, Skype, wenn ich also jetzt wirklich mal mit jemandem Bildtelefonie machen will, funktioniert das wunderbar. Kann natürlich gleichzeitig auch Schnappschüsse damit machen. Das ist eine 1,3-Megapix-Kamera, die also sehr schön auflöst. Und ich habe auch hier wieder die original Google App Pack vorinstalliert. Das heißt also, Internet, Surfen, Browser, E-Mail, alles komplett mit dabei. Akku? Akku hat er natürlich auch, und zwar haben wir hier einen, wir haben hier einen sogenannten Twin-Core-Akku. Das bedeutet 7,4 Volt bis zu 7 Stunden Laufzeit. Das ist ein normales Laptop, also ich habe noch einen Laptop der älteren Generation, unter 2 Stunden, also über 2 Stunden überhaupt keine Chance. 7 Stunden ist unglaublich. Ich bin absolut wirklich netzfrei und kann bis zu 7 Stunden arbeiten. Ganz tolle Geschichte. Netzteil ist natürlich sowieso mit dabei. Also was will man mehr? Ja, was wir mehr wollen, ist klar, wir wollen mal in die Seitenanschlüsse wieder reingucken, was er noch so zu bieten hat. So. Wenn Sie beide zusammen kaufen, Tipp von mir, wenn Sie beide kaufen, dann zahlen Sie keine Versandkosten. Genau. Das nur so nebenbei. Ja, man lassen wir so einfach so ein bisschen einwirken. Ne? Also auch hier haben wir natürlich wieder unseren Kopfhöreranschluss. Und dementsprechend hier den für einen Akku, also für unser Netzteil zum Anschließen. Und hier haben wir jetzt sozusagen, das ist die LAN-Buchse. Das bedeutet, wenn ich jetzt kein WLAN habe, kann ich wieder mit dem klassischen LAN-Stecker reingehen und gehe dann ganz automatisch auch ins Internet, so wie ich das normalerweise mache. Ne? So, an der Rückseite sehen wir jetzt im Moment effektiv gar nichts, weil er eben so schön flach ist. Und auf dieser Seite haben wir jetzt letztendlich hier nochmal ein HDMI-Ausgang. Und das ist jetzt noch ganz wichtig. HDMI ist heute die aktuelle neue Schnittstelle. Früher gab es ja diesen SCART-Stecker, den kennst du ja auch noch. Das ist ja dieses altbewährte Ding. Die haben nie funktioniert, die Dinger. Also
die Kabel waren an sich schon dadurch, dass das Kabel quer reinging und ich so viele Pole auf diesem Stecker drauf hatte, waren immer nicht in Ordnung. Ja. Es gibt aber gute, also man kann auch gute kaufen. Ja, das ist toll, ne? Aber HDMI ist heute eben der Vorteil, Bild und Ton synchron digital. Das sind 14,6 Gigabit pro Sekunde, die da in der Leitung durchknallen. Mhm. Mit dem Flachbildschirm brauchst du es natürlich heute auch, diese Schnelligkeit, ist eben mit dabei und HDMI ist einfach wirklich im Moment das, ja, sagen wir mal, das rundum sorglos Paket, was die Verbindung vom PC an zum Beispiel jetzt einen Fernseher oder einen großen Monitor betrifft. Was kann man alles damit machen? Mit was meinst du jetzt? Ja, kann man da auch Fernsehen mit? Also wenn jetzt zum Beispiel erstens mal gibt es ja die Möglichkeit, es gibt ja heute die ganzen Live-Webbrowser. Das heißt, also wie auch bei uns, da kann man ja auch Pearl.tv gehen und streamen und sich das live angucken. Man könnte aber natürlich auch, die Optionen gibt es zum Beispiel jetzt, also über einen USB-Port, zwei haben wir da auch, es gibt ja sogenannte DVB-T-Sticks. Mhm. Mit denen kann ich bis zu 40 Programme, je nachdem, wo ich in Deutschland wohne, empfangen. Ja. Meistens bei den Großstädten in der Nähe. Genau. Mhm. Und dann stecke ich den in einen USB-Port rein, dann kann ich mit dem Ding sogar fernsehen. Mhm. Also die ganzen Möglichkeiten sind da. Ja. Ja. Und dann kriege ich natürlich auch meinen Lieblingsradiosender. Natürlich. Also das ist ja heute übers Internet überhaupt kein Problem mehr. Ja. Wir verfügen ja jetzt weltweit, ich glaube, es müssten schon, das wären von Woche zu Woche, wären es immer 500 mehr. Ich glaube, weltweit haben wir im Moment über 26.000 Sender. Ja. Und wenn Sie übers Internetradio hören wollen, haben Sie natürlich den Vorteil, keine Nachrichten, keine Werbung, genau die Musik, die Sie haben wollen. Und das geht natürlich hier über den Webbrowser auch, logischerweise. Ne? Kein Thema. Ja, wir sind ja bekannt dafür bei Pearl TV, meine Damen und Herren, dass wir die besten technischen Geräte haben und zu ganz kleinen Preisen. Und da sollten Sie nicht lange überlegen und gleich zuschlagen, sei es einmal das Kleine in Buchformat sozusagen oder aber das etwas Größere. Ich würde mich für beide entscheiden, denn dann hat man schon wieder mal ein Geschenk parat. Und wenn Sie das alles so ein bisschen lagern, schon für Weihnachten, wie Sie wollen, oder zum Geburtstag oder was auch immer, oder so nebenbei fürs Abi oder solche Geschichten, ne? Das gibt's ja alles. Und man weiß ja, es ist ja wirklich immer wieder ein Problem, man weiß nicht mehr, was man den Leuten schenken soll. Ja. Der hat ja schon alles, so heißt es ja immer, ne? Aber Netbooks, wie gesagt, in der Preisklasse gab's bis jetzt, war nicht darstellbar, liebe Zuschauer, und das ist ganz wichtig. Und ich habe jetzt, und das freut mich sehr für dieses Netbook, lieber Walter, ich habe von einem Kunden eine Mail bekommen und jetzt, damit zeigen wir wirklich, wir sind bei Pearl europaweit unterwegs. Und zwar kommt diese Mail, liebe Zuschauer, von Herrn LW aus Almunenzar. Wo ist das? Wo Spanien, ist Andalusien, Costa del, ich habe es mir aufgeschrieben, Costa Tropical. Mhm. Kunde von uns bei Pearl. Genial, finde ich super. Ja. Der hat geschrieben, ist das erste Netbook, das sonnentauglich ist. Ich lebe in Spanien, wie wir gerade auch gesagt haben. Macht wirklich Freude, mit dem Gerät auf der Terrasse zu arbeiten. Sehr zu empfehlen. Toll. Tja, das lassen wir auch so stehen. Jetzt sind Sie dran, jetzt sollten Sie sich schnell entscheiden. Ja, und wenn Sie noch Fragen dazu haben, dann schreiben Sie uns einfach. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis. Einfach unter 0180 51 51 3x die 2 oder auf www.pearl.tv. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.